Amy Dowden lässt sich nicht unterkriegen. Der britische Let's Dance-Star, 32, hat seine Brustkrebsdiagnose jetzt öffentlich gemacht und zeigt sich kämpferisch. Amy will bald wieder zurückkehren. Auf Instagram schreibt der Publikumsliebling von Strictly Come Dancing, der britischen Let's Dance-Ausgabe: Hallo zusammen, ich habe ein paar Neuigkeiten, die nicht leicht zu teilen sind. Bei mir wurde kürzlich Brustkrebs diagnostiziert. Aber ich bin entschlossen, so schnell wie möglich wieder auf die Tanzfläche zurückzukehren. Wann und ob dies der Fall sein wird, ist allerdings unklar. Fans und Kollegen sprechen ihr Mut zu. Innerhalb kürzester Zeit häuften sich die Kommentare unter Amys Post. Mozi Mabuse schreibt: Ich liebe dich, Amy, und schließe dich in meine Gebete ein. Mozis Schwester Oti nimmt ebenfalls Anteil. Ich schicke dir alle Kraft. Du bist eine unglaubliche Frau. Auch Tänzerkollegen Diane Buswell, Johannes Radebe oder Nadja Büchkova sprachen Amy Dowden für ihren schwersten Kampf Mut und Unterstützung zu. Wir lieben dich und wir sind bei jedem Schritt an deiner Seite, schrieb Profitänzerin Karen Hauer. Du bist stark und du wirst das besiegen. Ebenso schicken ihre Fans ganz viel Liebe und Kraft für Amy. Es ist nicht der erste Rückschlag für Amy Dowden. Die Brustkrebsdiagnose ist nicht der erste gesundheitliche Rückschlag für Amy Dowden. Die walisische Tänzerin leidet seit ihrer Kindheit an Morbus Crohn, einer entzündlichen Darmerkrankung. Dowden zeigt immer wieder in der Öffentlichkeit, wie sie im Alltag mit der Erkrankung klarkommt. Unter anderem ließ sie sich für eine TV-Dokumentation von Kameras begleiten. Die Doku wurde sogar mit dem walisischen BAFTA Award ausgezeichnet.